Hallo ihr Lieben, ich bin nach einer langen Pause jetzt wieder zurück für euch. Vielen Dank für euer Interesse und vor allen Dingen für eure Geduld in der Zwischenzeit. Heute geht es um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn ich beobachte das sehr häufig im Umfeld und habe auch in Readings mit Klienten damit zu tun. Es geht um das Thema des Opferdenkens und des Opferdaseins, beziehungsweise wie können wir das am besten ablegen. Ich denke, jeder von uns war schon mal in einer Situation im Leben, wo die Dinge einfach nicht so liefen, wie sie laufen sollten, wo wir Probleme erlebt haben, wo wir in schlimme Emotionen kamen, wo wir Schicksalsschläge erlebt haben oder auch wirklich direkt zwischenmenschlich mit Enttäuschung, mit Kummer, Wut, Schmerz, Herzschmerz konfrontiert waren. Das bleibt nicht aus und die Palette ist auch sehr breit gefächert in dem Bereich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was leider oft immer sehr schnell geschieht, ist, wir rutschen ins Opferdenken ab. Wir geben Verantwortung ab, wir vergraben uns in unserem Schmerz. Meist sind wir auch gar nicht mehr in der Lage, da rauszukommen, uns da rauszumanövrieren, haben auch gar keinen Willen mehr dazu. Es ist wirklich so ein Zeitpunkt der Stagnation. Und dann geht auch oft die Suche nach den Schuldigen, nach den Verursachern los. Diese Umstände, dieser Mensch und so weiter und so fort. Das mag ja alles sachlich gesehen auch so richtig sein, doch leider ist es echt Energie- und Zeitverschwendung für uns. Wir dürfen natürlich diese Emotionen fühlen, wir sollen natürlich nichts unterdrücken. Und sie sind real und sie sind da und das will ich keinem absprechen. Was da gerade empfunden ist, weil empfunden wird, es ist echt und es will gesehen und gespürt und auch rausgelassen werden. Das ist in Ordnung. Nur ist die Frage, verweilen wir darin? Verweilen wir allzu lang darin? Und bleiben Opfer, fühlen uns als Opfer und suchen vielleicht weiter nach Schuldigen oder suchen nach Entschuldigungen im Außen, die uns jetzt daran hindern, uns in einen anderen emotionalen Zustand zu bringen, uns aus dieser Situation herauszumanövrieren, herauszuhieven. Versumpfen wir darin oder nicht? Und wie bereits erwähnt, es ist leider dauerhaft gesehen eine große Energie und eine große Zeitverschwendung, wenn wir uns in diesem Opferdasein verlieren. Und das geht ganz schnell. Der Schmerz ist natürlich da oder was auch immer da gerade an Emotionen da ist, das soll gefühlt werden. Nehmt euch auch ruhig für den Anfang nach Überwindung des ersten Schocks die Zeit dazu, euch zurückzuziehen, das hochkommen zu lassen, was da ist. Keine Frage, das ist ganz, ganz wichtig. Das will gesehen werden, es darf auch nicht unterdrückt werden. Aber ihr müsst euch auch selbst eine Unterstützung sein, müsst euch auch selbst eine Hilfe sein. Seid stark für euch selbst. Und das meint einfach das Wissen auch darum, dass die Dinge uns passieren aus gutem Grund. Unsere Seele ist es schließlich, die alles dirigiert von oben. Unsere Seele hat den Überblick und sie weiß, welches Karma wir haben, was wir in uns tragen, welche Wunden, welche Komplexe, welche Glaubensmuster, welche Probleme es noch in uns gibt, die wir in uns tragen, die wir mitgenommen haben in Form seelischen und karmischen Gepäcks und die uns heute noch beeinflussen. Und die Seele weiß, was da geheilt werden muss, was transformiert werden muss. Denn das höhere Ziel ist natürlich nicht, uns leiden zu sehen und uns zu schikanieren. Die Seele lässt es nur zu, damit wir sehen wie ein Spiegel. Das ist noch in uns, dass wir gesehen werden. Da habe ich noch Resonanz dazu. Da gibt es noch eine energetische Verbindung, eine karmische Verstrickung, die gelöst werden muss. Also unsere Seele tut das im Prinzip zu unserem eigenen Besten, auch wenn sich das ganz oft nicht so anfühlt und wir wirklich leiden. Das Ziel ist aber nicht zu leiden. Das Ziel ist es, die alten Emotionen, die da hochkommen, denn sie sind alt zumeist. Oder vielleicht auch aus unserem heutigen Leben, aus der Vergangenheit, die wir damals noch nicht verarbeitet haben. Das ist ja alles in uns gespeichert, aber sie sind da, sie sind noch da und wir brauchen einfach eine Situation manchmal, einen Trigger im Außen, der das hochholt. Wir dürfen uns dann aber nicht verlieren in dieser Opferrolle und als Opfer empfinden, denn ganz im Gegenteil, wir sind keine Opfer, wir sind Schöpfer. Wir kreieren das und auch das Unschöne in unserem Leben, was da um uns herum ist und was uns in diese Situation zwingt, das haben wir kreiert. Nicht bewusst als Mensch, aber unser allwissender Anteil, unser höheres Selbst, unsere Seele, die weiß Bescheid, was da in uns ist und was Transformation erleben muss, erfahren muss und stimmt in Absprache vor allen Dingen manchmal auch mit anderen Seelen innerhalb unseres Seelenplanes ab, was erlebt werden soll.
was uns geschehen soll, was wir erfahren sollen, was wir fühlen sollen. Ja, also die Seele hat sozusagen von höherer Ebene aus schon das Okay gegeben und wir haben dem quasi, wir sind ja auch unsere Seele, wir haben dem sozusagen zugestimmt. Wir sind die Schöpfer. Wir sind die Schöpfer in dem Moment, auch wenn sich das nicht so anfühlt, weil es ist leichter natürlich, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich kann nichts dafür, dieser Umstand ist daran schuld, dieser Mensch, der hat mir Leid angetan. Natürlich, das ist so richtig, ja, also die Situation ist so geschehen. Nur wir müssen immer auch unser Wissen involvieren, um die Dinge da oben, wie sie da ablaufen und dass sie aus gutem Grund so laufen und dirigiert werden, damit wir uns heilen, damit wir gezeigt kriegen, was in uns ist, dass diese Situation jetzt in unser Leben gezwungen hat. Was steigt da gerade in mir hoch? Ist das vielleicht alt? Ja, es ist natürlich schwer, in dem Moment so geistesgegenwärtig, auch vielleicht mit Abstand und ganz analytisch davor zu gehen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir dieses Wissen uns immer auch bewusst, gerade in solchen Situationen, um uns selbst zu helfen, hochholen. Ja? Denn bleiben wir in der Opferrolle, wird diese Funktion dieses Opferdaseins auch ewig erfüllt sein. Wir sind Opfer und jemand anders ist schuld. Richtig schwarz-weiß. Und wir entwickeln uns nicht weiter, wir heilen uns nicht und wir manifestieren womöglich auch nochmal dasselbe oder Schlimmeres. Wir betreiben negative Autosuggestion, ich kann das nicht, ich bin Opfer, ich habe nicht die Kraft dazu, das war jetzt schlimm und ich will das nicht abtun. Natürlich, das Leid, das wir empfinden, ist da und das ist auch da aus gutem Grund und das will raus, aber wir dürfen nicht darin versumpfen, wir dürfen uns nicht zu lange darin verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch, dass wir Schöpfer sind und dadurch, dass wir Dinge rausschicken in Form von Gedanken, von Emotionen, manifestieren wir auch. Und wenn wir dauerhaft in diesem Zustand bleiben, statt uns der Heilung zuzuwenden, können wir wirklich davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir genau dasselbe nochmal in unser Leben ziehen. Erstens, weil wir uns nicht heilen, weil wir nicht an die Ursache gehen, weil wir uns nicht transformieren wollen. Und zweitens, weil wir negativ manifestieren. Wir manifestieren, ich bin ein Opfer, das Universum hört es und erschafft damit sozusagen, wir erschaffen damit Situationen wieder, die uns genau das spiegeln. Okay, du bist ein Opfer und da ist noch was, was nicht gelöst ist. Unserer Seele ist es quasi egal, die kann dasselbe immer wieder wiederholen. Ne? Manchmal gibt es ja auch bewusst bei uns Situationen im Leben, die wir so empfinden, wo wir das Gefühl haben, das ist mir schon mal passiert und das passiert mir schon wieder. Ich habe schon wieder diese Art Mensch in mein Leben gezogen, diese Art Situation, diese Art Problem. Ich stehe schon wieder an dieser Stelle in meinem Leben. Ne, da müssen wir dann noch echt geistesgegenwärtig sein und stutzig werden, überlegen, was ist es in mir? Was trage ich in mir, das genau das jetzt anzieht? Wo kann ich tätig werden, um meine Heilung voranzutreiben, um mich zu befreien, um mich von alten Wunden zu befreien, von alten Emotionen. Wie kann ich das Ganze in dem Moment effektiv angehen? Und unsere Seele will ja natürlich unsere Aufmerksamkeit. Also anstatt in dieser Opferrolle zu versinken und darin dauerhaft sich zu verlieren, sollten wir doch vielleicht anfangs die Situation erstmal absegnen, egal wie schlimm sie ist. Ja, sie ist schlimm, sie ist aber nun mal passiert und sie ist aus gutem Grund passiert. Wir haben dem ja auf einer bestimmten Ebene auch zugestimmt. Warum passiert mir das und was kann ich tun, um das Ganze wirklich am Ursprung zu heilen? Und die Antwort auf die Frage, warum das passiert, ne, das wird meist irgendwas Karmisches sein, eine alte Verstrickung, eine alte Wunde oder auch etwas aus unserer jüngeren Vergangenheit. Die ist auch der Schlüssel zu unserer Heilung, zu unserer emotionalen und unserer seelischen Reinigung. Das ist ja, wo wir hin sollen. Das ist ja das Ziel, dass wir erfüllt in Leichtigkeit unser Leben glücklich leben. Es gibt leider aber noch sehr viel in uns, was uns davon abhält. Und das wissen wir nicht bewusst, weil die wenigsten werden sich auch bewusst an alte Leben erinnern oder an irgendwelche Umstände, die sie in der Seele tragen. Also wissen die Seelen schlauerweise, wie sie uns das zeigen. Und wir müssen bewusst damit umgehen und uns das auch dann eingestehen in dem Moment, dass wir das auf einer ganz bestimmten Ebene uns erschaffen haben und das zugelassen haben, dass uns das jetzt passiert. Und uns auf die Suche machen nach Antworten.
Das können wir zum Beispiel in Readings machen, das mache ich zum Beispiel mit Klienten, das können wir in Büchern. Manchmal schicken in Büchern heraus, wenn oder in Meditationen, die Seelen schicken manchmal, wenn wir denn bereit sind und wenn wir den Willen haben und die Kraft, zu sagen, ja, ich bin kein Opfer mehr, ich möchte wissen, warum passiert mir das? Ich will das durchbrechen, ich will mich befreien, ich will meine Wunden heilen. Dann wird auch mit Sicherheit in irgendeiner Form erstmal ein Zeichen kommen. Sei es ein Buch, das unseres Weges geschickt wird, ein Mensch, der uns vielleicht von irgendetwas erzählt, was ihm damals geholfen hat in der Situation oder eine bestimmte Weisheit zu dem Thema. Ja? Also die Seelen und die geistige Welt, die sind da sehr erfindungsreich und sehr kreativ, wenn es darum geht, uns Zeichen zu schicken. Wir müssen aber selbst auch investieren darin, wir müssen die Kraft aufbringen, den Willen zu sagen, ich durchbreche jetzt diesen Teufelskreis, ich bin kein Opfer mehr. Es ist eine schlimme Situation, ich verstehe es, aber ich möchte noch viel mehr verstehen, warum mir das passiert und was es ist, was ich in mir trage, das genau diese Situation in mein Leben gezogen hat. Wie kann ich es heilen? Und das ist es, wo wir unsere Kraft drauf verwenden sollten. Die Kraft haben wir. Die Kraft ist in uns. Wir erleben im Prinzip nichts, von dem unsere Seele denken würde, das schafft er nicht, schafft sie nicht. Niemals. Wir können mehr und wir vermögen mehr, als wir uns das vielleicht selbst zugestehen. Aber wenn wir Opfer sind, dann wird das natürlich auch zu unserer Realität. Ich bin Opfer, ich habe die Kraft nicht, ich habe den Willen nicht, alle anderen sind schuld, die Situation, der Umstand ist schuld. Egal wie wahr das auch vielleicht in dem Moment empfunden wird, aber es tut uns nicht gut. Es hält uns in dem energetischen oder emotionalen, wirklich niedrigen Level Zustand, aus dem es wirklich nicht mehr so einfach ist, dann sich ohne weiteres herauszubefreien. Es lähmt uns und wir stagnieren. Wir stagnieren in unserer Entwicklung und in unserer Transformation. Deswegen verwendet nicht zu viel Zeit damit, euch als Opfer zu empfinden und als Opfer zu denken und damit auch wieder zu manifestieren und damit wieder ähnliche Situationen in euer Leben zu ziehen, sondern geht auf Spurensuche. Fragt euch, was trage ich in mir, wie kann ich es heilen, um künftig solche Situationen nicht mehr zu erleben. Wie kann ich mit diesem Leid, was ich gerade spüre, mit dieser Emotion am besten umgehen? Und unsere Seelen leiten uns dadurch. Also ihr Lieben, nehmt euch die Zeit, sprecht euch ruhig mehr Mut zu, geht auf Spurensuche, meditiert, nehmt Readings meinetwegen, lest Bücher, geht in die Natur, bittet um Antworten, auch in Träumen oder in eurer Meditation. Ja, jeder kann seinen Heilungsweg gehen, nur geht erstmal in diese Bereitschaft. Geht in die Bereitschaft rein und wisst, dass alles aus gutem Grund geschieht. Also, ich denke, die Devise sollte deswegen lauten: Schöpferdasein über Opferdasein. Ihr wisst Bescheid. Ihr Lieben, ich denke an euch, danke euch fürs Zuschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.